Der wissenschaftliche Urknall der Konsumentenverhaltensforschung ist auf die 1920er Jahre in den USA zurückzuführen. Bis zur Etablierung und auch der unternehmerischen Nutzung hat es dann jedoch noch einige Jahre gedauert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg nahm diese Forschungsdisziplin Einzug in die Unternehmen. Der deutsche Markt war nach dem Zweiten Weltkrieg bis hinein in die 1960er Jahre durch eine Verkäufermarktsituation charakterisiert. Folglich lag die Konzentration auf der Fragestellung der rationalen Erweiterung der Beschaffungs- und auch der Produktionskapazitäten. Mit steigendem Angebot, beginnendem Verdrängungswettbewerb und zunehmender Individualisierung des Konsums wurde es dann in weiterer Folge notwendig, die Marketingdisziplin zu professionalisieren, Nachfrage zu wecken und Präferenzen für Angebote aufzubauen. Und speziell aufgrund dieser Entwicklungen, kombiniert mit politischen und technologischen Entwicklungen, gewinnt die Konsumentenverhaltensforschung auch immer mehr an Bedeutung.